grüße euch, Paraguay Live, wie immer. Ich bin Pitt und herzliche Grüße aus dem sonnigen Paraguay. Heute wieder aus der Reihe Frag Pitt. Vielen Dank erstmal für eure Fragen. Es waren wieder sehr viele. Also ich habe eigentlich genug zu tun. Heute werde ich euch drei Fragen direkt beantworten, beziehungsweise drei Themen ja auch kurz anschneiden. Okay, also es bleibt sicherlich spannend. Falls ihr Interesse habt, bleibt einfach dran, okay? So, also da bin ich wieder im Büro. So, drei Themen. Einmal nochmal kurz zu den Unterlagen, also Auswandern nach Paraguay, welche Unterlagen ihr braucht. Dann das zweite Thema, auch was oft von euch angesprochen wird, ist bauen oder eine Gebrauchtimmobilie kaufen. Und das dritte Thema, wo ich ja kurz drauf eingehen werde, ist Agua Village. Ja, das ist so eine geschlossene Anlage zwischen San Bernardino und Luque. Also bleibt dran, okay? So, also fangen wir mit dem ersten Thema an, und zwar die Unterlagen. Da habe ich auch schon einige Videos drüber gemacht, aber nochmal. Also, die Geburtsurkunde als erstes, ja, das braucht man so oder so mit Apostille, okay? So, die zweite Sache ist Heirats- bzw. Scheidungsurkunde, was ich ja nicht hoffe, aber es kann natürlich passieren, natürlich auch mit Apostille, ja? So, da helfen ja die Höhner. So, und die dritte Sache, ich schaue nochmal, klar. Polizeiliches Führungszeugnis, das ist ja wichtig. Und als vierte Sache, was auch wichtig ist, Reisepasskopie. So, die Kopie des Passes brauchen wir nur als einfache Kopie. Ja, das heißt, ihr macht einfach Foto und sendet einfach an diese angegebene Nummer und sagt, okay, ihr wollt die Unterlagen beantragen. Ja. Das lang, die drei vorherige Sachen, ja, also Geburtsurkunde, Heirats-, Scheidungsurkunde, polizeiliches Führungszeugnis sollten schon mit Apostille versehen werden. Lang vollkommen. Okay, also ich hoffe, damit ist das Thema erledigt. Dazu kommt hier sicherlich das Video über Online-Beantragung. Da braucht ihr natürlich, beziehungsweise benötigt ihr noch weitere Dokumente, die aber uns angehen. Also Vollmachten etc. Ja, aber das ist überhaupt gar kein Problem. Also, von daher denke ich mir, dass das Thema abgeschlossen ist und das Gleiche betrifft. Viele sagen, ja, bitte, wo hast du die 5000 Dollar? Ja klar, aber die brauchen wir nicht. Ja, okay? Also, falls ihr nach Paraguay kommt oder wenn ihr nach Paraguay kommt, braucht ihr natürlich die 5000 Dollar, die ihr einzahlt später, bekommt natürlich eine Quittung, also als Hinterlegung. So, und da braucht ihr natürlich eine ärztliche Bescheinigung, dass ihr keine ansteckenden Krankheiten habt. Also ich spreche hier, beziehungsweise die paraguayischen Behörden, vor allem über AIDS. Okay, also das sind die wichtigsten Sachen. Falls ihr noch diesbezüglich Fragen habt, schaut einfach. Ich habe da schon einige Videos drüber gemacht. Einfach drunter Fragen stellen mit Hashtag, ja, also entweder Hashtag Paraguay Live oder Hashtag Paraguay Immobilien oder Hashtag Paraguay Einwanderung, Auswanderung. Also die Themen, die ihr im Prinzip anspricht. Okay, also ich denke, die erste Frage ist damit hoffe ich beantwortet. Falls nicht, wie gesagt, immer anrufen und einfach sich erkundigen. So, die zweite Frage. Da fragen oft schon Leute wie ihr, also
Einwanderer ins P und fragen, okay, Pitt, lieber bauen lassen oder eine Gebrauchtimmobilie erwerben? Das ist natürlich etwas schwer, diese Frage zu beantworten. Also, ich würde es immer das Bauen bevorzugen. Ich sage mal, immer kann man natürlich nicht sagen. Also, die Ausnahmen bestätigen die Regeln, okay? Aber ich sage es mal ganz kurz, wenn man baut, sollte es man, also auf dem vernünftigen Grundstück, von allem bitte mit Architekten bauen. Also ich weiß es nicht, es kommen immer wieder Leute auf mich zu und sagen, Pitt, Mensch, da spricht einer Deutsch, der ist aber Friseur, kann ich mit dem bauen? Ja, klar kannst du es bauen, na, gar kein Problem. Wo liegt das Problem? Aber eine Gegenfrage. Würdest du oder du, ja auch du dahinter, ja, in Deutschland zu einem Bäcker hingehen, weil er nun Deutsch spricht, und mit dem Haus, dein eigenes Haus bauen lassen? Okay, damit hat sich die Frage, glaube ich, schon mal erledigt. Also Leute, bitte, 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 lässt sich von den Fachleuten beraten lassen. Bauen oder Gebrauchtimmobilie, das habe ich gesagt. Also, wenn es ums Bauen geht, würde ich auf jeden Fall einen Architekten beauftragen, der richtige Pläne erstmal, ja, die natürlich hier auf dem paraguayischen Markt verstanden werden, erstellt. Ja, von Statik spricht man ja nicht. Also wenn die Häuser von 80, 100, 110 Quadratmeter baut, da braucht man eigentlich gar keine Statik, okay? So, das Projekt Agua Village. So, da bin ich auch oft drauf angesprochen worden, auch über andere Projekte, aber da will ich da nicht über andere reden, über dieses Projekt. Es ist ein tolles Projekt, also sieht top aus, eine sehr schöne Anlage mit künstlichen Seen, ja, mit vielen Gebäuden, mit Parks, mit Tennisanlagen etc. etc. Es ist, ich sage mir jetzt mal, für ausgesuchte Kundschaft eine top, schön gepflegte Anlage. Für mich oder auch für euch sollte sich aber eine Frage stellen. Man muss sich nur einzeln fragen, also jeder von euch, möchte ich da ständig wohnen? Wollt ihr da wirklich wohnen? Ich lasse einfach die Frage offen, okay? Und das wäre für mich natürlich auf die Dauer, ich bin ja auch schon etwas älter, über 60, also von daher möchte ich meine Ruhe, meine Vögel, auch die Hühner dahinter, ja, die man oft hört. Und ihr kennt unsere Anlage, ja, mit dem Swimmingpool. Das ist überhaupt kein Problem. Da würde ich eine andere Lösung bevorzugen. Aber wie gesagt, das zum Thema so Riesenanlagen oder diese Agua Village Anlage. Okay? Ich hoffe, ich habe euch damit geholfen, eure Fragen beantwortet. Falls ihr den Kanal noch nicht abonniert habt, schnell abonnieren, um keine Videos mehr zu verpassen. Und Likes nach oben, teilt das Video auch, ja, auf Facebook, Twitter, Instagram oder wo auch immer. Oder auch an eure Bekannten, die vielleicht Interesse haben an einer Auswanderung und sind noch, soll man es nicht. Ja, einfach anrufen per WhatsApp, auch die Nummer wählen oder Telegram oder per E-Mail anschreiben. Also alle Daten von uns, von unserem Team und auch von mir persönlich sind unten wie immer in der Videobeschreibung. Also, mach's gut und bleibt wie immer gesund. So, wie gesagt, danke für eure Zeit. Ich genieße noch das schöne Wetter. Wie gesagt, Likes nach oben und hier werde ich ja weitere Videos empfehlen. Hier oben könnt ihr draufklicken, auch unter dem Video, und den Kanal abonnieren, falls ihr noch nicht gemacht habt. Also, mach's gut, einfach gesund bleiben und zufrieden, falls ihr Fragen habt,
einfach anrufen. Mach's gut, ich bedanke mich aus dem schönen Paraguay. Ciao, ciao.